Was up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zu einem erneuten MW2-Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, wir haben einen neuen kleinen Teaser-Trailer bekommen, den ich euch jetzt mal gerne zeigen würde. Also, Film ab. Cartel Protection. Cool visual. Zero 7, copy. Danger close. Digitally pre-order Call of Duty Modern Warfare 2 and play the campaign. Und wer sich jetzt hier denkt, Digga, was soll da zu sehen sein? Das ist einfach wieder nur ein kleiner Teaser-Trailer. Ja, wer hier genauer hingeschaut hat, der hat hier was sehr, sehr Cooles und Wichtiges erkannt. Und zwar, hier haben wir die AC-130. Und meiner Meinung nach einer der geilsten Punkteserien, die es jemals in irgendeinem COD gab. Das Ganze war natürlich aus Modern Warfare 2 und auch in Modern Warfare 3 ist die wieder zurückgekehrt. Und hier haben wir dann auch die offizielle Bestätigung, dass diese Punkteserie in MW2 2022 wieder da sein wird. Ihr könnt ja mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch noch an die Oldschool AC-130 erinnern könnt. Und falls nicht, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, was ist denn so eure absolute Lieblingspunkteserie? In den letzten Jahren sind die Punkteserien leider etwas schwächer geworden, wenn nicht sogar deutlich schwächer als zuvor. In den Oldschool COD-Titeln war es noch etwas so Besonderes, eine geile Punkteserie zu erspielen, weil es sich auch einfach gelohnt hat, wenn man dann wirklich die 11, 12 Kills hat und eine AC-130 erspielt hat, dann ist man auch einfach der King auf der Map. Es war halt nochmal ein Anreiz, wirklich gut zu sein und seine Gegner zu zerstören. Und wenn man sich jetzt mal die zwei letzten Jahre ansieht, in Vanguard oder auch in Black Ops Cold War, da gab es wirklich keine vergleichbare Punkteserie, die wirklich Spaß gemacht hat zu erspielen, die auch nicht zu hoch angesetzt war, weil ich meine, für die AC-130 hat man damals 11 Kills gebraucht. Aber wenn man sie dann hatte, dann wurde auch richtig Gas gegeben. Das war halt einfach ein geiles Gefühl und ich hoffe, dass das Ganze so in MW2 hier wieder zurückkehrt. Ja, Freunde, man sollte insgesamt einfach mehr aus alten CODs wieder zurücknehmen. Die letzten Jahre war keine geile Entwicklung, das habe ich ja im letzten Video schon mal erwähnt. Da ging es ja um das Problem mit den neuen Level-Systemen bzw. um den Oldschool-Prestige-Modus, der hoffentlich wieder zurückkehrt. Könnt ihr euch gerne mal abchecken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und jetzt ist natürlich nur noch die Frage, ob diese Punkteserie dann auch wirklich genauso stark oder vergleichbar stark wird wie in den vorhergegangenen Titeln. Das können wir natürlich jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe es auf jeden Fall, denn wie gesagt, es muss sich einfach lohnen, wenn man so eine hohe Streak erreicht. Aber hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute News, dass wir hier die offizielle Bestätigung haben, dass sie zurückkehrt. Heute mal ein kurzes, knappes Video. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet und auch gerne mal eure absolute Lieblingspunkteserie, vielleicht auch eine Punkteserie, die ihr gerne sehen würdet wieder hier in MW2. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr gar nichts mehr verpassen wollt, rund um MW2, die neuesten News, die neuesten Informationen. Ihr wisst ja, nächste Woche geht es richtig rund, Call of Duty Next Veranstaltung. Da wird sehr, sehr viel gezeigt und hier seid ihr an der richtigen Adresse, falls ihr da gar nichts mehr verpassen wollt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, hasta la vista, meine Freunde, und bis zum nächsten Part.